Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Und wir sprechen heute über den 13. Mai. Ne? Richtig. Jo Mai, sag ich dann. Jo Mai. Ja. Am 13. Mai haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Ja, am 13. Mai 1986, Alexander Rybak. Oder Rybak, oder wie auch immer. Nee, Rybak. Der ist ein weißrussischer, norwegischer Sänger und Violinist. 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 Violinist, ja. Violinist, genau. Der mit dem von ihm komponierten Lied Fairy Tale beim Eurovision Song Contest 2009 für Norwegen mit der bisher höchsten erreichten Punktzahl gewann. Hast du das Gesicht gesehen? Kennst du den? Nee. Nee, er hat so hat er immer gemacht. Ja. Ach, der. Und der war im Folgejahr hat dann die Lena gewonnen. Ach, die ja die. Und da war er natürlich auch dann auf dieser Veranstaltung und hat sich irgendwie angeblich unsterblich in Lena verliebt. Oh, aber die Lena hat nicht in ihn. Hat ihn nicht rangelassen, sozusagen. Obwohl, das weiß ich nicht genau. Kann sein. Ja. Ihr wisst ja, Aftershow-Partys. Und 2018 war der Rybak ja wieder dabei und wollte wieder gewinnen. Und im Halbfinale sah es ganz gut aus, hat man gesagt. Aber hat trotzdem nicht gewonnen. Oh, woher weißt du sowas alles? Weil ich vorbereitet bin. Ach so, dich interessiert das alles hier. Achso. Nee, ESC interessiert mich gar nicht mehr so sehr. Ach so. Aber ich habe das irgendwie mitbekommen. Ah, gut. Ja. Ja. Alexander Rybak. Naja. Alexander Rybak. Ja. Am 13. Mai war auch der Mordanschlag auf den Papst Johannes Paul II. Ja, 1981, ein türkischer Rechtsradikaler hat auf Papst Johannes Paul geschossen. Und seitdem gibt es ja dieses Papamobil, dieses verglaste. Genau, ja. Dieses fahrende Aquarium. Genau, genau. Ja. Seitdem ist dieses schusssichere Fahrzeug irgendwie im Einsatz. Vorher war er dann halt offen und da konnte dieser Mordanschlag auch geschehen. Am 13. Mai war aber noch was. Ja, 13. Mai war nicht nur was, da ist immer was. Am 13. Mai ist Tag des Cocktails. Tag des Cocktails? Tag des Cocktails, jawohl. Dann weißt du ja, was Jamaica wir gleich, Mann. Wenn wir hier kennst die Kamera aus ist, was wir dann machen. Ne? Dann ja. Gehen wir einen Cocktail trinken. Jamaica, Mann. Kennst du noch Cocktail, den Film? Mit Tom Cruise. Tom Cruise. Jeder wollte auf einmal Cocktails mixen. Genau. Ja. Ja. Was ist dein Lieblingscocktail? Ja, mein Lieblingscocktail ist... Poppen am Strand. Nee, Zombie. Zombie. Ich habe einmal Zombie getrunken, jetzt mal ohne Spaß. Ich hatte ein oder zwei Zombies an dem Abend und ich habe da irgendwie vorher 10 Stunden Arbeit hinter mir gehabt, habe wenig geschlafen und wenig gegessen. Oh, lecker. Und dann habe ich glaube, einen Zombie getrunken. Das langt dann auch. Und ich war sowas von pissvoll. Ja, konnte man mich fast heimtragen. Kinder, wenn ihr das war hier blöd, seht, macht es nicht zu Hause nach. Ja, war blöd, dass es das erste Date war damals. Oh, 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 oh. Ja. Zweites gab es nicht. Und heute seid ihr verheiratet. Achso. Okay. Nee. nee, das war blöd. 13. Mai 2000 war eine Katastrophe in Eschede, in den Niederlanden. Ja? In den Niederlanden, da ist diese Explosion der Feuerwerkskörper, diese Fabrik ist irgendwie hochgegangen. Ja, stimmt. Feuerwerksfabrik, 22 Menschen sind dabei gestorben. Das war am 13. Mai 2000. Und das war wieder Daily. Wir sehen uns morgen wieder am 14. Mai. Ich hoffe, ihr seid uns morgen auch wieder wohlgesonnen. Und da sehen wir uns. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.